Was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge F1's Breaking Point. Wir sind letztes Mal ja wieder mit Jackson gefahren. Heute sind wir bei Kasper und da gehen wir mal ins nächste Kapitel. Abonniert dafür unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst euch hier umdrehen, schaut euch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Sim Racing Chance. Aiden wurde angeboten, Werbung für eine Sim Racing zustimmen. Ist, glaube ich, eine gute Sache. Jetzt. Warum zögerst du noch? Es war doch immer dein Traum, in der Formel 1 zu fahren. Aber nicht auf die Art. Weißt du, was er getan hat? Du meinst deinen Vater? Er hat sich geweigert, mich zu unterstützen. Er wollte nur eines seiner Kinder finanzieren und meinte, Devins Karriere wäre vielversprechender. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Mom hat mich dann mit dem Geld aus der Scheidung unterstützt, aber... Und jetzt bist du hier, weil er dich geschickt hat. Nein. Das war meine Idee, meine Entscheidung. Und deshalb bin ich hier, dich zu fragen und nicht dein Vater. Wir brauchen einen Ersatz und ich habe dich vorgeschlagen, weil ich weiß, wie gut du bist. Das ist die Wahrheit. Ich wollte es immer nur unter meinen Bedingungen machen, nicht sein. Ich passe auf dich auf. So wie in der Formel 2. Wirst du ihn denn von mir fernhalten? Ich werde tun, was ich kann. Wirklich alles. Damit du dich ganz allein aufs Fahren konzentrieren kannst. Das wird auf jeden Fall für viel Ärger sorgen. Bist du dabei? Come on. Vielleicht erhältst du nie wieder eine solche Gelegenheit. Das ist dir klar. Come on, sag schon ja. Das wär's. Sie würde damit Geschichte schreiben. Die erste Frau in der Formel 1. Jetzt gehen wir nach Aserbaidschan. Baku, freue mich extrem. Mit wem müssen wir fahren? Mit Kelly? Mit Aiden? Investitionsmöglichkeiten. Das Auto leistungsfähiger zu machen, hat oberste Priorität. Team Otto Werk. Und jetzt gehen wir zum Rennen. Bitte ein Szenario. Ich feiere am Renntag. Das ist jetzt interessant. Sind wir jetzt mit Kelly unterwegs? Lass uns das herausfinden. Heute wird hier Geschichte geschrieben. Kelly Mayer, Connorsports jüngste Verpflichtung, wird als erste weibliche Fahrerin in diesem Jahrtausend an einem Formel 1 Natürlich ist sie nicht die erste Frau überhaupt, genau. Oh, was für ein Moment. Ich habe Gänsehaut. Für alle, die sich jetzt fragen, warum, nur eine Handvoll Frauen hat im Laufe der Jahre an einem Grand Prix teilgenommen, aber seit 1992 hat keine auch nur versucht, sich zu qualifizieren. Giovanna Amati aus Italien war die letzte. Der heutige Tag hier in Baku ist also ein echter Neuanfang. Mayer hat im Qualifying natürlich extrem beeindruckt. Mal sehen, was heute auf sie zukommt. Ja, da draußen geht es ganz schön eng zu. Es ist ein harter Wettbewerb. Ich möchte mich hier nicht festlegen. Absolut. Heute gibt es hier einige fantastische Fahrerinnen und Fahrer. Das ist ja cool, wir sind in Rennen. Die junge Kelly Mayer, die den Sprung in die Formel 1 ja scheinbar mühelos geschafft hat. Na, scheinbar. Sprung in die Formel 1. Das primäre Ziel. Schließe vor dem Ende des Rennens von Runde 8 zu Aiden Jackson auf. Das sollten wir schaffen. Ich mag die Strecke extrem. Ist halt immer schwierig, wenn du nicht dein eigenes Setup hier hast. Warum so weit hin? Okay, das sollten wir eigentlich schaffen. Runde 8 sind 3 Runden. Ich denke mal, da wird es jetzt zu einer Berührung oder so kommen. Da bin ich mir fast sicher, denn warum sonst sollten wir abschließen müssen? 2 Plätze sollten wir eigentlich auch easy haben. Auch wenn wir die schwerste Schwierigkeit fahren, ist das trotzdem hier ein Kindertheater. Hier kannst du nicht überholen. Nach unten hin. Das ist schon... Ah, das ist Norris, okay. Warum ist Norris so weit hinten? Gut, am Anfang waren ja die Autos jetzt nicht so strong von dem McLaren. Jetzt geht's hier raus. Jetzt im Windschatten noch hier Norris dran und ich glaube, jetzt haben wir dann gleich auf Aiden aufgeschlossen. Zack. Bin mal gespannt, was jetzt abgehen wird, Leute. So, im Windschatten. Hier auch an Yuki. Ah, Yuki ist auch noch hier. Blödsinn, den habe ich beinahe übersehen.
Was für eine geile Strecke, um so einen Showdown zu liefern. Ja, Checks mit dem ersten Reifen. Ich meine, das ist ja wieder mal eine Genius-Strategie, oder? Pass auf, Leute. Ich bin mir fast sicher, ich muss ihn noch abschließen, stimmt schon. Pass auf, Leute. Wenn ich ihn überhole, dann kommt irgendwie zu spät die Sequenz. Ich bin mir da fast sicher. Nein! Und hier haben wir Kelly Mayer. Sie nähert sich ihrem Teamkollegen. Sie ist fast auf mir drauf. Ihr habt unterschiedliche Strategien. Lass Kelly bitte vorbei, Aiden. Okay, Kelly. Aiden lässt sich in der nächsten Kurve vorbei. Los geht's. Okay. Jetzt die große Frage. Wird May an ihrem Teamkollegen vorbei? Ja, los geht's. Oh, da gab's einen Kontakt. Ein Kontakt der beiden. Ach, du Scheiße. Für Jackson sieht's nicht gut aus. Er hat das meiste abbekommen. May ist okay. Oh, Jacksons Schaden sieht übel aus. Das Rennen das ist safe vorbei. Laufen, ja, sieht fast so aus, als habe Jackson überhaupt nicht mit Mayers Aktion gerechnet. Ich weiß nicht ganz warum. Hey, was war das? Warum hat sie nicht gewartet, bis ich an der Ausfahrt rüberziehe? Hey, alles okay bei dir, Aiden? So eine weitere Butler. Ach du Scheiße. Ziel aktualisiert. Komme in den Top 10 ins Ziel. Ich dachte, er lässt mich vorbei. Ein Missverständnis, Kelly. Ist jetzt passiert. Konzentrieren wir uns. Gut, das heißt, wir müssen. Oh mein Gott, das Auto zieht ein bisschen nach rechts. Wir müssen jetzt in die Top 10 kommen. Warte schon in der Box. Denk schon, oder? Wir sind doch mit Druck gestartet, oder? Bin mir ganz sicher. Nein, also kein Boxenstopp mehr. Zack, wow, das war knapp mit der Mauer. Halleluja. Ja, warum zieht denn der so weit rüber? Das Ziel wird wirklich mühsam. Jetzt gehen wir ja in Richtung. Boah, auch. Das wird so mühsam werden, Leute. An denen Jungs da vorne vorbeizukommen, gerade in die Mercedes, und der ist ja unser Basic-Ziel. Es war natürlich jetzt nicht gerade der beste Einstieg, gerade zwischen denen jetzt das letzte Rennen so perfekt gelaufen. Falls ihr nicht gesehen habt, oben rechts gern verlinkt. Und jetzt dann wieder so eine Kollision, was Aiden wieder rauswirft aus dieser Weltmeisterschaft. Generell auch aus, das ist dumm gelaufen. Ich glaube, das wird. So, jetzt hier ein Russell mal dran im DS-Fenster. Und das ist jetzt mal unser Hauptziel hier. Aber ich wusste, dass irgendwas passieren wird. Weil wenn schon steht, keine Ahnung, bis zu dieser und dieser Runde, weißt du eigentlich schon, es wird auf jeden Fall zu Komplikationen kommen. Aber es lässt sich gut fahren, auch mit dem Rainbow Helm hier. Mehr Schwung mitgenommen. Würde lügen, wenn das kein Fehler war beim Einlenken. Jetzt im Windschatten kommen wir hier dran, aber reicht das für Ende der Geraden? Bin mir da nicht ganz sicher. Oh doch, die bremsen sehr früh. Und da gehen wir an den 10. Platz. Unser Basic-Ziel haben wir mal erreicht. Jetzt dann nur noch Top 8 werden. Das wird schwierig, den Stroll auf den roten Reifen. Ja, wo soll ich jetzt hin? Da reinhalten, das wird sehr gefährlich. Da geht's wirklich vorbei. Halleluja, war das eng. Muss ins DS-Fenster, das ist ja, da komme ich nicht rein. Wo hat Lance Stroll diese Zeit liegen lassen? 7/10 in 2 Kurven. Wenn es in der Pace weitergeht, dann werden wir heute noch gewinnen. Okay, das ist jetzt ein bisschen großkotzig. Aber wenn es in der. Es gibt aber trotzdem kein DS, oder? Doch. Wenn sie derzeit weitergeht, dann werden wir das noch, werden wir noch ein Gasly und auch, Gasly wird dann das letzte sein, was wir holen werden. Die bremsen die wieder extrem früh, ne? Ja, sag ich's nicht. Hamilton auf den weißen Reifen unterwegs, boah, da kutschen wir in die Mauer. Der erste Körper ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Wie easy das bitte schon wieder ist. Das ist wirklich. Das ist lächerlich easy, wirklich. Das finde ich schon fast eine Frechheit, dass man
die Community wirklich so schlecht einschätzt. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Und ist mit schwer vielleicht nicht die KI-Stufe gemeint, sondern nur die Aufgaben, die man bekommt. Weil die KI ist wirklich echt extrem erbärmlich langsam. Gut, auch an Lewis fehlen uns nur noch 3 Sekunden, an Alonso 4,5. Ich glaube, wenn es wirklich die Pace, wenn ich die so am halten kann, sind wir Ende der Runde an Hamilton dran. Wir fahren safe zu 2,5 Sekunden schneller pro Runde. Und das sind jetzt nur noch 2,6 Sekunden nach Kurve 1. Fernando 7 Zehntel verloren, allein in den ersten paar Kurven. In den ersten 2 Kurven. Es ist, wow, die Pace ist wirklich strong. Und dann Hamilton sind wir Ende Sektor 2 dran. Entweder ist das Auto gut oder die KI grottig. Eins der beiden Sachen muss auf jeden Fall ja, der Fall sein. Boah, wir müssen so fahren. Halleluja. Ich habe gesagt Ende Sektor 2, jetzt sind wir Mitte Sektor 2 und ich bin schon an Lewis dran. Der rollt, guckt euch das an. Guckt euch das an, wir kommen hier einfach easy, ja. Zack, und vorbei. Auch an Fernando fehlen uns nur noch 2 Sekunden. Ja. So, jetzt haben wir es aber gleich geschafft, das Rennen. Alonso wird noch drin sein, eventuell Piastri, dann war es das aber. Und das wäre wirklich ein tolles Einstandsrennen für Kelly. Selbst der 6. Platz wäre einfach nur bombastisch. Wenn ich rechne, mit Aiden sind wir letztes Mal gerade 4. geworden. Also das wird mit California hier so einen strongen 6. Platz kommt, ist das wirklich schon top. Es gibt das erste Mal DLC hier auf der Geraden, das habe ich wirklich noch nicht. Jetzt sind wir auch an Alonso dabei. Zack, ah jetzt, dann ist aber aus. Die 10 Sekunden auf den Sainz, die holen wir nicht mehr auf. Trotzdem der 4. Platz, ich glaube, das ist auch immer so mit Bedacht, dass man dann wirklich einen riesen Gap zwischen Fahrern macht. Den holen wir uns auf Start und Ziel, sage ich euch. Ah, die Reifen sind jetzt nicht mehr die besten. Jetzt heißt dann wirklich auch Reifen schon ein bisschen. So, ab an Piastri dran. Das reicht schon wieder vor der Linie. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Müssen wir die Stange mitnehmen. Und jetzt geht's in die Final Lap, Leute. Was für ein krankes Rennen heute. Hat Spaß gemacht. Natürlich, wenn man jetzt den Crash zwischen Kelly und Aiden wegrechnet, würde ich sagen, war das Rennen eine 10 von 10. 4. Platz, trotz dieses Zwischenfalls. Besser geht's beinahe nicht mehr. Besser geht's nicht mehr, Leute. Wir driften jetzt diese eine Runde noch durch. Und ja, da holt jetzt zwar der Piastri wieder ein bisschen auf, aber ja, das juckt nicht. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park Vermeer. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.